Heute ist der 28.3. und wir treffen uns zwischen 13 und 14 Uhr hier auf dem Marktplatz in Bad Blankenburg. Es ist eine Fortsetzung unserer Demo, unserer stillen Demo, hier auf dem Marktplatz und die Fortsetzung von der Demonstration, unseren Spaziergang zum Grüße-Brasswehr, da wir verhindern wollen, dass das Grüße-Brasswehr für immer verschwindet. Heute treffen sich am Rathaus 14 Uhr Vertreter aus Erfurt, das heißt vom Umweltamt Vertreter, von der Wasserschutzbehörde. Und es wird eine Vorbesprechung gemacht. Also heute fallen noch keine Ergebnisse, weil das Gutachten von dem Wehr noch nicht da ist. Das kommt erst nächste Woche. Ist eigentlich ein bisschen vorgezogen. Aber es ist hier eine Vorbesprechung mit Herrn Bürgermeister Franz Persicke und mit einigen Ratsmitgliedern. Und hier haben sich Blankenburger versammelt, die interessiert sind, dass das Wehr erhalten bleibt. Also, ich probiere es heute mal ohne Mikrofon, weil wir haben keins mit. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle gekommen seid. Natürlich auch viele Jugend, wo wir erfahren haben, dass die Schüler auf eigenen Wunsch hin heute hier dran teilnehmen und nicht von der Lehrerschaft oder von den Direktoren dazu ermutigt wurden, sondern auf eigenen Wunsch heute hier sind. Wir haben heute eine wichtige Beratung von allen wichtigen Gremien hier in Thüringen, die mit dem Wehr zu tun haben. Es wird um 14 Uhr heute die Beratung im Rathaus stattfinden. Wobei man betonen muss, es werden keine Entscheidungen heute getroffen. Es wird vorberaten. Es sind alle Stadträte dabei. Es sind alle wichtigen Ministerien, Denkmalschutzbehörden, Umweltschutz. Alle sind da, um heute ihre Argumente oben im Rathaussaal im Endeffekt auszutauschen, um eine Lösung für das Wehr zu finden. Und wir haben als Initiative, also als Bürgerinitiative für das Grüße-Brasswehr, im Endeffekt heute dafür aufgerufen, dass auch mal, wenn die Leute danach ins Rathaus einfach nur kommen, dass sie sehen, die Stadt steht hinter diesem Wehr und wir wollen dieses Wehr auch erhalten. Und es wäre halt schade, wenn wir hier mit einem menschenleeren Marktplatz stehen würden und die Leute gehen rein, raus und so ungefähr ein Motto, das Wehr ist uns egal, das soll nicht sein und deswegen sind wir heute alle hier. Und ich würde mich natürlich auch freuen, es geht 14 Uhr los, also wenn dann noch 14 Uhr, dann ist hier Schluss, ist keiner mehr da, der dann diese Versammlung im Endeffekt weiter betreut. Und wir werden dann halt eine lange Zeit oben sitzen und wir werden euch natürlich weiterhin zeitnah informieren, wenn es Lösungsvorschläge gibt oder im Endeffekt auch Varianten, wie und wir unser Wehr letztendlich erhalten können. Vielen, vielen Dank für die Regelschüler der Geschwister-Scholl-Schule, die wie gesagt auf eigene Initiative heute hier sind, was wirklich total super ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir noch über Generationen hinweg auch dieses Wehr so nutzen können, wie wir es heute alle nutzen können. Vielen Dank und ich wünsche uns heute einen schönen sonnigen Tag auf dem Markt. Dankeschön. Hallo, ich bin Laura, ich komme aus der Regelschule Bad Blankenburg und ich gehe in die 7. Klasse. An dem Wehr hängen halt viele Erinnerungen für uns und wir sind da jeden Tag, wenn es schönes Wetter ist und im Sommer sind wir da auch ganz oft. Hallo, ich bin Kathi, gehe auch in die Regelschule, auch in die 7. Klasse, also in die 7b. Und das Wehr, da waren wir halt auch früher immer schon als kleine Kinder und haben Steine gesammelt und ja. Hallo, ich bin die Elaine aus der Regelschule Bad Blankenburg. Ich gehe in die 7a und das Wehr ist für mich eigentlich so ein Aufenthaltsort auch für Jugendliche. Und ich bin vor kurzem erst hierher gezogen, also schon ein bisschen länger her. Und ich habe eigentlich schon in der kurzen Zeit sehr viel erlebt am Wehr und Bad Blankenburg ohne Wehr ist kein Bad Blankenburg mehr. Mein Name ist Luise Amthor, ich bin Deutschlehrerin an der Geschwister-Scholl-Schule Bad Blankenburg und ich möchte einfach nochmal meine Schüler loben, dass sie sich für ihre Stadt einsetzen und auch für die Orte, die sie gerne besuchen und auf eigene Initiative heute hier sind. Wir haben uns hier zusammengefunden, da heute ja durch den Beauftragten des Bürgerbeauftragten des Landes Thüringen durch die Initiative, ich sage jetzt mal den Herrn Jahn, der Mitglied unseres Stadtrates ist, zum Thema Wehr. Ich lese hier gegenüber ein Transparent, das Wehr bleibt, mit Ausrufungszeichen. Ich gehe da persönlich auch davon aus, dass das Wehr bleibt, da wir ja entsprechende Verhandlungsergebnisse schon in den Jahren 2007, 2008 erreicht haben. Und genau darum werden wir kämpfen, beziehungsweise auch die Landesämter, die da etwas zu sagen haben, daran erinnern, um letztendlich auch auf Dauer hier das Wehr vielleicht nicht nur unangetastet, sogar in sanierter Form
behalten könnten. Denn das Wehr ist ein Wahrzeichen der Stadt Bad Blankenburg, touristisch unbedingt notwendig, da Tourismus als Wirtschaftsfaktor für uns fast genauso bedeutungsvoll ist wie die Einnahme über die Industrie, unserer Industrieunternehmen im Gewerbegebiet. Und deshalb finde ich es toll, dass dieser öffentliche Auflauf dazu dient, unsere Interessenübereinstimmung zu dokumentieren. Denn letztendlich müssen wir gerade als Kleinstadt unsere Besonderheiten natürlich auch bewahren. Und ich denke, das wird uns heute auch gelingen. Ja, ich schließe mich natürlich den Worten von Frank an. Wir müssen heute versuchen, alles in den richtigen Weg im Endeffekt zu leiten, mit den richtigen Leuten an Ideen zu arbeiten, dass es das Wehr über viele, viele Generationen hinweg noch weiter erhalten bleibt. Dass es in seiner Schönheit auch wieder gänzlich mal zutage kommt, weil es ist mittlerweile sehr baufällig und trotzdem immer noch touristisch sehr beliebt, ein Fotomotiv weit über die Grenzen von Thüringen hinaus bekannt. Und besonders schön finde ich natürlich heute, dass sich auch viele Jugendliche eingefunden haben, die auf eigener Interesse hin für dieses Erhalt des Wehres einfach nur mal hier stehen wollen, um zu sagen, jawohl, wir auch wir wollen hier in Bad Blankenburg dieses Wehr halten. Und es ist, wir haben es in der Bürgerinitiative schon lange besprochen, es ist gleichzustellen für Bad Blankenburg mit dem Greifenstein. Das ist ein touristisches Highlight und das muss definitiv erhalten bleiben. Ne? Danke. Traut das wäre ja im Grunde nicht. Wer das beobachten will, kann sich da hinten hinstellen und kann sehen, wie die über das Meer springen vom Unterregel zum Unterregel. Also ich war viele Jahre in der Slowakei, in Tschechien. Da hat man Fischstrecken gebaut, die Wehre saniert. In Buchfahrt bei Bad Berg hat man das Wehr saniert. Und hier soll es weg. Das ist eigentlich unverständlich. Das ist es. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ein Drittel bezahlen. Das ist die Schwierigkeit. Und da musst du das mit dir auch mitgekriegt, ja. Ich habe es nicht geschafft. Guten Tag. Guten Tag. Mauro, mein Name ist von der Thüringer Fernwartung. Wo ist denn die? Hallo, ja. Bad Blankenburg ohne Wehr ist